Donald Trump gilt zwar als überaus gerichtsfest und prozesserfahren, doch diesmal könnte es eng für ihn werden. Mehr als 20 Jahre Haft stehen im Raum. Es geht um die Frage, ob Trump als ehemaliger US-Präsident eine Mitschuld an der Erstürmung des Kapitols trägt und ob er für seine Behauptungen von der, Zitat, gestohlenen Präsidentschaftswahl verurteilt werden kann. Jack Smith, der vom Justizministerium eingesetzte US-Sondervermittler, hat dazu nun seine Anklageschrift vorgelegt. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump angeklagt wird, aber es ist die bisher gefährlichste juristische Bedrohung für ihn. Die 45-seitige Anklageschrift wirft ihm unter anderem Verschwörung zum Betrug an den USA und zur Behinderung eines offiziellen Verfahrens vor, der Sitzung des Kongresses, um den Wahlsieg von Präsident Joe Biden 2020 zu bestätigen. Im Zentrum der Ermittlungen stehen die Ereignisse vom 6. Januar 2021, als Tausende das US-Kapitol stürmten. Sonderermittler Jack Smith macht Trump für die Gewalt verantwortlich. Der Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 war ein noch nie dagewesener Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie. Er ist in der Anklageschrift beschrieben. Er wurde durch Lügen angeheizt. Lügen des Angeklagten, die darauf abzielten, eine grundlegende Funktion der US-Regierung zu behindern. Den Prozess der Erfassung, Auszählung und Bestätigung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen. Die Staatsanwälte sagen, Trump habe Betrugsvorwürfe erhoben, von denen er wusste, dass sie unwahr sind. Uns wurde eine Wahl gestohlen. Und er habe Druck auf Beamte ausgeübt, um die Ergebnisse der Wahl zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Ich möchte nur 11.087 Stimmen finden, was genau eine mehr ist als die, die wir haben. Das ist alles. Die Staatsanwälte werfen ihm auch vor, dass er die Unruhen am 6. Januar angezettelt hat, um zu versuchen, an der Macht zu bleiben. Wir werden hingehen, wohin ihr wollt. Aber ich denke, jetzt werden wir zum Kapitol gehen. Und wir werden unsere tapferen Senatoren und Kongressabgeordneten anfeuern. Trump selber weist alle Vorwürfe zurück. Alles sei nur eine politische Kampagne, um seine Kandidatur zu verhindern. Am Donnerstag soll er vor einem Bundesgericht in Washington erscheinen. Und Catherine Klüver-Eschbrook beobachtet den Fall aus politologischer Sicht. Was denken Sie, wird Trump seinen Kopf aus der juristischen Schlinge diesmal ziehen können? Sprich, kann er diesen Prozess unbeschadet überstehen? Es ist eine Serie von strafrechtlichen Anklagepunkten, die jetzt in vier verschiedenen Fällen dem früheren Präsidenten angelegt werden, wenn er dann morgen vor den Strafrichter oder vor die Strafrichterin kommt. Es wird nicht unbeschadet an ihm vorbeigehen, aber was jetzt gerade die Kernfrage ist für ganz viele Verfassungsrechtler in den USA, ist, kann ein Präsident zum Beispiel aus einer Gefängniszelle regieren? Ist ein Präsident in einem Moment des wirklichen, in einer U-Haft, wenn man so möchte, ist der dann regierungsfähig? Was sieht da die amerikanische Gerichtsbarkeit vor? Das sind die ganz großen Fragen, die sich gerade Verfassungsrechtler stellen, denn dafür sieht die amerikanische Verfassung nichts vor. Das heißt, auch ein vorbestrafter Präsident könnte Präsident werden, je nachdem, wie schnell ein solcher Prozess quasi vor die wirkliche Strafgerechtsgebung kommt. Also er wird sich nicht aus der juristischen Schlinge ziehen können, es wird Strafe geben, denn es muss ja auch eine Signalwirkung aus diesem Fall kommen. Denn hier geht es ja um nichts weniger als um den Angriff auf die amerikanische Demokratie an sich. Genau, bei diesem Angriff, was auch der Hauptpunkt der Anklage ist, geht es um die Erstürmung des Kapitols 2021. Glauben Sie, dass so etwas im Vergleich heute in den USA auch noch mal passieren könnte, auch ohne Trump? Also die politische Gewalt ist weiterhin die größte Gefahr innenpolitischer Art in den Vereinigten Staaten. Das bestätigt sowohl der Innengeheimdienst wie aber auch der Außengeheimdienst immer wieder. Und dass es eine gewaltbereite Gruppe innerhalb der USA gibt und gerade auch der am rechten Rand zuordnenden Gruppen gibt, das steht in jedem Fall im Raum. Das heißt, solche Vorkehrungen, das haben wir aber auch bei der letzten Kongresswahl erwartet, dass es wieder zu
gewalttätigen Ausbrüchen kommen könnte. Das kann und das könnte immer wieder passieren. Da schreckt auch ein solcher Gerichtsfall nicht eine rechtsmotivierte Masse ab. Trumps Unterstützer sprechen ja auch ganz bewusst von einem politisierten Prozess. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass dieser Sonderermittler auch unter einer US-demokratischen Regierung, also unter einer demokratischen, von den Demokraten und von einer Regierung unter den Demokraten eingesetzt wurde. Da ist es ja gar nicht so abwegig, zu einem solchen Schluss zu kommen, oder? Dass der Prozess politisiert ist. Das kann man sich natürlich politisch so zurechtlegen, wenn man das möchte. Es entspricht aber nicht den wirklichen Fakten. Jack Smith ist ein Sonderermittler, der in der Vergangenheit sowohl republikanische wie auch demokratische Kongressabgeordnete quasi vor die Gerichtsbarkeit gebracht hat. Manchmal erfolgreich, manchmal auch nicht. Er war Sonderermittler in Den Haag für den Kosovo. Er ist ein wirklich lupenreiner Anwalt. Das haben ihm auch republikanische Kollegen bestätigt. Und man muss es noch mal unterstreichen, die Fakten, mit denen er sich jetzt auseinandergesetzt hat, mit denen sich die Kongressermittler auseinandergesetzt haben und mit denen sich eben auch die 23 Geschworenen auseinandergesetzt haben, das sind Fakten, die auf Aussagen von den Beratern von Donald Trump basieren, darunter eben auch Vizepräsident Mike Pence. Denn das hat dieser Sonderermittler geschafft. Er hat Mike Pence zur Aussage quasi gezwungen. Und das hatte der Kongressausschuss, den wir über 18 Monate verfolgen konnten, nicht geschafft. Also es basiert auf Fakten, republikanischer Aussage. Ja, bitte um kurze Antwort. Wird denn dieser Prozess jetzt der US-Demokratie helfen oder wird er das Land weiter spalten? Der Prozess an sich kann der Demokratie Amerikas nur helfen, denn es geht natürlich auch um das internationale Ansehen der Vereinigten Staaten. Am 6. Januar sind 7 Menschen umgekommen und es war ein ganztägiger Angriff und Eingriff auf die Funktionalität der amerikanischen Demokratie. Es ging darum, quasi nach 236 Jahren das erste Mal einen demokratischen Prozess, der friedlich abgelaufen ist, in all diesen hunderten Jahren zu stören und zu korrumpieren. Das muss geahndet werden und wenn dieser Prozess erfolgreich ausgeht, dann geht darum, auch eine Signalwirkung für die restliche Welt aus, dass amerikanische Demokratie weiterhin haltbar und funktional sein kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann stellen sich größere Fragen für die Zukunft Amerikas. Vielen Dank für die Einschätzungen, Catherine Klüver-Eschbrook. Sehr gerne.